ihr lieben Makerlein. Was ist seit dem Livestream mit der Palette passiert? Naja, erstmal nicht viel. Ich habe heute Morgen angefangen, ein bisschen was dran zu arbeiten, weil das Wochenende habe ich mich mit dem neuen Online-Shop beschäftigt und habe ein bisschen relaxed und ausgechillt und habe heute Morgen dann angefangen, an den G-Code-Settings entsprechend rumzufuhrwerken. Sprich, ich habe angefangen, den Start-G-Code, den End-G-Code, den Layer-Change-G-Code und sowas in Richtung mal richtig einzustellen, den aus dem Plusa-Slicer entsprechend zu übernehmen für den Mini und habe da jetzt noch ein paar Tweaks gemacht mit dem Austausch von den Variablen aus Canvas und halt nochmal ein Meshpad-Leveling, was ich nochmal manuell anstoße, damit das von der Set-Höhe her auch passt und auch den Wert nimmt, der hier drin ist, weil es scheint nicht richtig zu funktionieren. Den fertigen G-Code packe ich euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr also da entsprechend kopieren. Ist aber allerdings, muss ich dazu sagen, ein kleiner Disclaimer, ist keine Garantie, dass es bei euch auch funktioniert. Das müsst ihr bei euch ausprobieren, ihr müsst ein bisschen hin und her testen, ob das funktioniert. Das ist abhängig davon, wie ihr das Bett levelt und. Genau, das Problem, was ich momentan noch habe, das seht ihr jetzt gerade hier, ist, dass er jetzt nicht gerade wirklich hundertprozentig so die Farben druckt, wie er soll. Das bedeutet, ich muss nochmal ran und muss nochmal gucken, dass ich entsprechend die einzelnen Farbwerte konfiguriere. Ich werde also jetzt wieder zurück auf die Standardwerte gehen und versuchen dort entsprechend alles so einzustellen, dass ich mal mich rantaste, was für Farbwerte dann die besten sind, um den Druck halt in der Richtung richtig zu starten. Weil momentan ist es halt meine Schicht rot, meine Schicht weiß, meine Schicht schwarz hier auf der Seite. Das stimmt noch nicht ganz genau. Da hat er noch nicht so richtig den Flow raus. Ich habe auch versucht, das mal hier ein bisschen einzustellen über den Flow, aber es funktioniert nicht so richtig. Muss ich auch noch mal gucken, wie ich das hinkriege. So hundertprozentig klappen tut es noch nicht. Genau. Dann, ich nehme euch mal kurz mit, einfach darüber und erzähle mal währenddessen. Es ist noch Material gekommen. Und dieses Material... So, da wären wir. Ich habe jetzt mal kurz die Kamera noch ein bisschen umgestellt, weil hier vorne kommt verdammt viel Licht von der Seite und ich habe leider keine Rolle an, um da was abzudunkeln. Deswegen muss ich mal kurz einen Cut machen und das Licht nochmal einstellen an der Kamera und die Belichtung einstellen, damit das Bild nicht überbelichtet ist. Genau. Was haben wir da? Da ist was Neues gekommen und zwar... ColorFab. Wir haben für diese Box nochmal eine Runde ColorFab bestellt. Und zwar ColorFab Engine. Ich hoffe, man sieht das jetzt soweit. Ist für alle, die es nicht kennen, ein PETG. Wird diesen Monat in einer sehr, 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 sehr coolen Farbe drin sein. Und nein, es ist nicht rot, weil ich rot am liebsten mag. Nein, es ist wirklich eine sehr geile Farbe, die man so im PETG... Klar, es gibt mittlerweile richtig coole Farben in Sachen PETG, aber die Farbe finde ich auch nochmal recht cool und sticht nochmal ein bisschen hervor. Deswegen wird es die jetzt in der Box geben, zusammen mit dem Azurblau von 3D Cordo entsprechend und noch zwei Filamente zur Überraschung. Also die werde ich nicht verraten, dann müsst ihr die Box abonnieren, wenn ihr die wissen wollt, aber das sind auch geile Sachen. Ja, das sind auch geile Filamente und geile Materialien. Abonniert die Box. Guckt es euch an und könnt ihr bei uns auf der Webseite im Shop entsprechend bestellen. Das dritte, was ich euch mitteilen möchte, ist, dass PayPal endlich wieder funktioniert. Ja, ihr könnt jetzt PayPal endlich wieder benutzen, ganz normal im Shop. Ich habe jetzt ein bisschen Ausbau darüber müssen, dass ich über einen Dritthersteller-Plugin gehe im alten Shop noch. Aber das funktioniert wenigstens und damit könnt ihr jetzt ab sofort auch per PayPal wieder bestellen und bezahlen. Ist eine super Geschichte, hat mich ein bisschen Nerven gekostet, auch wieder graue Haare dazu gekommen. Yay! Genau. Und last but not least noch mal ein bisschen was in eigener Sache. Wer es noch nicht hat, kann sich immer noch welche bestellen, solange sie vorrätig sind. Es sind schon ein paar vergriffen, deswegen gebt Gas, wenn ihr noch eins haben wollt. Wir werden vielleicht irgendwann noch mal welche liefern. Wir wissen noch nicht wann. Mal gucken. Corona sei Dank kommen wir jetzt nicht so schnell an den Händler ran. Deswegen... Aktuell gibt es nur die Anzahl, die wir noch haben auf Lager und wenn die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Tut mir leid, aber es sind auf jeden Fall geile Shirts. Jeder, der sie hat, sagt, boah, tragen sich gut. Das mit dem 3D-Effekt hier entsprechend von diesem 3D-Schaum, von diesem Expandex entsprechend ist richtig cool.
Dieses Shirt hier hat jetzt auch schon so 5, 6 Wäschen hinter sich und sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Von daher, wenn euch das Shirt gefällt, kriegt ihr bei uns am Shop. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit bin ich jetzt auch mal für heute raus. Ich werde mich jetzt so ein bisschen um den Prusa Mini kümmern. Oder besser gesagt um die Palette. Denn die Farben von der Palette, habe ich ja eben gesagt gehabt, stimmen noch nicht richtig. Die werde ich jetzt noch mal ein bisschen richtig einstellen und mir da auch noch mal ein paar graue Haare besorgen. Und dann gehe ich in einen wohlverdienten Feierabend. Bis dahin, happy printing!